Köln am Roten Fass bei Report K, Kölns Internetzeitung. Bei mir ist Roland Schüler, Friedensbildungsberg. Ich hoffe, dass jetzt diese Ämterhäufung nicht falsch versteht. Sie sind aber auch stellvertretender Bezirksbürgermeister in Lindenthal. Und wir sprechen über ein wunderschönes Stück Natur in Köln. Ich mache das jetzt ein bisschen polemisch auch schon mal. Nämlich über die Gleuler Wiese. Und diese Gleuler Wiese ist ein großes Streitobjekt gerade aktuell, auch noch in der aktuellen Ratsperiode, weil wir ja am 13. September einen neuen Stadtrat wählen werden. Dort soll nämlich, da wo wir jetzt die Wiese sehen, sollen Fußballfelder, Kleinspielfelder auf Kunstrasenbasis erstellt werden. Und zwar möchte der 1. FC Köln im Grüngürtel einen großen Ausbauplan. Vor allen Dingen, man muss es korrekt sagen, finde ich immer noch, dass nicht der Fußballverein 1. FC Köln, sondern dass die 1. FC Köln GmbH und Co. KG auf Aktien, damit wir das auch ganz vernünftig auch nochmal darstellen. Da muss ich das nochmal schon vernünftig darstellen. Das Entscheidende, was auf der Wiese passiert, macht der 1. FC Köln e.V. als gemeinnütziger Verein, um dort für seine Jugend- und Schulmannschaften den Sport zu betreiben. In weiteren Teilen, im eigentlichen SC Geisbockheim-Gelände, da wo sie heute schon sitzen, dort wird dann diese Kommanditgesellschaft das Leistungszentrum für den Profisport errichten. Beides ist zusammen in einer Vorlage und wird behandelt. Der Vorteil für den 1. FC an dieser Stelle ist dann, dass er über die Gemeinnützigkeit natürlich alle Rechte bekommt und natürlich auch nur die Vertragsrechte, die ein gemeinnütziger Sportverein in dieser Stadt bekommt. Das heißt, er kriegt einen günstigen Pachtvertrag. Ganz herzlichen Dank, dass ich das wieder verkürzt dargestellt habe, sozusagen. Ja. Das ist eine sehr komplizierte Vorlage, muss man auch dazu sagen. Die Entscheidung steht im Juni im Rat an. Also es gibt davor auch in der Bezirksvertretung Lindenthal. Da wird es sogar eine Sondersitzung geben. Das ist etwas irritierend, dass für so ein Thema eine Sondersitzung gefunden wird. Warum? Also irritierend ist es nicht wegen dem Thema, irritierend ist es wegen dem Ablauf dessen. Und zwar, wenn wir am 18. Juni, und das ist ja die Absicht der Verwaltung der Stadt Köln, am 18. Juni im Rat eine Entscheidung haben wollen, müssen die entsprechenden Organe, Stadtentwicklungsausschuss und Bezirksvertretung Lindenthal, vorher tagen. Jetzt hat jedes Organ das Recht, Beratungsbedarf anzumelden. Der Beratungsbedarf geht normalerweise eine Sitzung auf die nächste Sitzung, innerhalb von 6 Wochen. Wenn wir das jetzt machen würden, auf der regulären Sitzung der Bezirksvertretung am 8. Juni und auf der regulären Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 12. oder 13. Juni, würde die Ratssitzung nicht erreichen. Von daher haben sich die Verwaltungsjuristen in der Stadt Köln überlegt, wenn wir davor 2 Sondersitzungen machen, nämlich die Sondersitzung am 25. Mai in der Bezirksvertretung und dann die Stadtentwicklungsausschusssitzung am 28. kann Beratungsbedarf ordentlich angemeldet werden und es wird auch eingeführt. Und dann haben wir dann nochmal die nachfolgenden Sitzungen, wo wir abschließend beraten und entscheiden. Und dann geht das alles in den Rat. Das ist eine sehr gute, von den Rechtsjuristen pfiffig ausgearbeitete Weg, um vor der Kommunalwahl eben eine Entscheidung zu kriegen. Ich habe das auch so ein bisschen despektierlich gesagt, weil zu diesem Vorhaben gibt es über 7000 Einwendungen. Und das soll eigentlich auch heute unser Hauptthema sein. Wenn man jetzt das, was Sie gerade ausgeführt haben, also der ganze Beratungszeitraum wird immer enger eingeschränkt sozusagen. Und gleichzeitig gibt es 7000 Bürgerinnen und Bürger, die Einwendungen sowohl positiv wie auch gegen das Ausbauvorhaben sozusagen, das 1. FC Köln e.V. und der Kommanditgesellschaft auf Aktien, um das ganz präzise nochmal auf den Punkt zu bringen, haben, reicht so eine Zeit, um das alles wirklich auch sich genau anzugucken und zu würdigen, auch als Politik letzten Endes, um den Bürgerwillen, den Sie ja repräsentieren, umzusetzen? Also wir müssen 3 Sachen gleichzeitig beachten. Okay. Der erste Punkt ist, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir unter Zeitdruck gesetzt werden. Wenn wir uns nur daran erinnern, im letzten Jahr, wann war die Offenlage? Die Offenlage war genau in den Sommerferien, obwohl es einen Ratsbeschluss gibt, in den Sommerferien keine Offenlage zu machen. Dafür wurde dann halt eine Woche vorher und eine Woche hinterher drangehangen, sodass man damit halt alle wieder unter Zeitdruck setzte, aber formal es dann auf den richtigen Weg brachte.
Jetzt kommt die zweite Geschichte. Wir haben verkürzte Zeiten, weil normalerweise hätten wir ja 6 Wochen Beratungszeit. Jetzt haben wir nur noch ganz kurze Beratungszeiten. Wir haben in der Politik eine fast 1000-seitige Unterlage bekommen, weil ja die Einwendungen der Bürger und Bürgerinnen von der Verwaltung ordnungsgemäß bearbeitet werden müssen. Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt als Politik uns diese Unterlage anschauen und dann eben sehen, wie wird mit den Argumenten der Bürger und Bürgerinnen umgegangen und trifft die Verwaltung aus politischer Sicht eine richtige Entscheidung. Die Verwaltung hat die Vorlage ganz einfach, weil sie ja auch davon überzeugt ist, dass das ein guter Standort für den ersten FC und ein schöner Ausbau ist, eben so gestaltet, dass eben alle Argumente mit dem meistverwendeten Satz, diesem Argument wird nicht gefolgt, abgeschmettert hat. Jetzt geht es aber uns als Politik, weil wir müssen ja den Satzungsbeschluss treffen. Das heißt, das rechtliche Verfahren. Wir müssen genau schauen, ob diese Abwägung, die die Verwaltung gemacht hat, auch in unserem Sinne ist und ob wir damit eine Rechtssicherheit herstellen. Denn nichts ist dramatischer, als wenn wir jetzt beschließen, ja, das ist alles in Ordnung und dann nachher die Klagen kommen oder wir dann nicht ordentlich geguckt haben und man hinterher feststellt, da war ein Fehler und da war ein Fehler und ganz besonders ein Verfahrensfehler. Okay. Da darf ich nochmal einhaken. Wenn ich 7000 Einwendungen habe, weil Sie gerade das geschildert haben, gibt es ein Rechts- oder eine Rechtsfolge davon, nenne ich das mal, hätte doch eigentlich jede Eingabe womöglich vom städtischen Rechtsamt auch geprüft werden müssen. Oder bin ich da jetzt zu penibel oder zu pingelig? Das wird erstmal fachlich geprüft. Das heißt, das Fachamt, in diesem Falle das Dezernat Breitemann mit der Stadtentwicklung und dem Bau, die prüfen halt fachlich. Ob das dann rechtssicher ist, ist jetzt intern nicht gemacht worden in der Verwaltung, sondern das ist das, was dann halt von außen her von den Bürgerinitiativen kommen wird, dass man eben sagt, das ist jetzt nicht ordentlich und nicht richtig abgewogen worden. Und dann entscheiden die Gerichte darüber. Wenn Sie jetzt 1000 Seiten sagen, jetzt wollte ich war schon versucht zu sagen, da wären ja Sommerferien ganz schön für 6 Wochen, um die 1000 Seiten durchzuarbeiten. Ja. Aber wie ist dann das aufbereitet? Ist das so aufbereitet, dass man das, ist das dann neu sortiert oder sind die da einfach, ich sage jetzt mal, ist das so ein schöner netter Akten oder mehrere Akten oder wo dann diese ganzen Akten irgendwie so hintereinander sind? Ja. Oder wie müssen wir das vorstellen? Also für uns als Politik ist es ganz schwer. Denn jeder Einwender, der hat sich ja sehr viel Mühe gemacht und hat ordentlich aufgeschrieben, manche haben es auch in verschiedene Kapitel unterteilt und so weiter und so fort. Diese Originaleinwendung sehen wir als Politiker nicht. Warum nicht? Weil die Verwaltung ja diesen Akt für uns übernimmt, sie liest und sichtet und bewertet. Und wir haben dann die Aufgabe, eben zu schauen, und sie hat das unterteilt auf den berühmten 700 Seiten und insgesamt, und dann gibt es ja noch ein paar mehr Anlagen, auf den 700 Seiten hat sie unterteilt und hat dann immer selbst gewählte, eigenständige Oberthemen gewählt. Also Eingriff ins Grüne, Naturschutz, Lärmschutz, Lärmemissionen und darunter sind dann einzelne Punkte dann aufgegriffen worden. Und ich mache mal nur ein Beispiel. Unter dem Überschrift Raupen nimmer satt sind halt verschiedene Punkte von den Bürger und Bürgerinnen, die eingewendet worden ist, wenn der erste FC hat schon mal angefangen, am Grüngürtel zu knabbern, knabbert immer weiter und wird immer weiter knabbern. Das heißt, letztendlich die Frage, wann ist da eigentlich mal Schluss, seitdem er mit dem Geisbockheim dort sich angesiedelt hat, sich immer weiter ausgedehnt hat. Dieses wird unter der Rubrik Raupen nimmer satt, den jetzt bestimmt Einwender nicht verwendet haben, aber von der Verwaltung her aufgelistet. Und dann steht dann dabei, ja, der erste FC hat immer eine Regel, ein Bedürfnis und einen Anspruch auf eine moderne, zukunftsgerichtete Fußballpolitik. Und dazu braucht es auch Erweiterungsmöglichkeiten. Und das ist jetzt die 2020-Erweiterung. Früher gab es eine Erweiterung 2007 und dann gibt es irgendwann mal vielleicht eine Erweiterung 2030. Aber es wird dadurch eben dazu zusammengefasst. Und wir müssen, und das ist die Schwierigkeit, wir müssen jetzt gucken, die Einwendung anschauen,
also den Übergriff, dann die Einwendung anschauen und die Verwaltungsangabe. Und so gehen wir durch Kapitel, Kapitel, Verkehr, über Parkplätze, über Klima, über alle möglichen Punkte auf der 700 Seite und schauen, was da halt ist. Es ist verdammt schwer, weil damit auch keine Logik erscheint und wir können die Originale, was die Bürger eigentlich eingewendet haben, nicht haben. Wir bekommen eigentlich eine Transformation, wie das Neudeutsch heißt, Veränderung, weil die Verwaltung greift das so auf, das Argument, verändert es so und beantwortet es wieder anders. Und das ist auch für jeden Bürger und jede Bürgerin, die sich jetzt im Internet das anschaut und denkt, jetzt gucke ich mal drauf, klicke und sehe jetzt meine Einwendung und daneben die Antwort der Verwaltung. Das ist so nicht. Und das ist natürlich auch enttäuschend für die Bürger, weil sie finden sich ja nicht mehr wieder. Das heißt, wenn man sich dieses Verfahren, ich versuche mal gerade Überblick zu kriegen, auch selbst natürlich, weil das aber in der gleichen, wir müssen ja auch mal gucken, eigentlich können das ja eigentlich als Journalistinnen und Journalisten auch an der Stelle. Das heißt, eigentlich, oder ich mache das mal provokant, kann man sagen, mit 7000 Einwendungen so in der jetzigen Form, wie man das bisher gemacht hat, man könnte es ja digital, wie Sie ja gesagt haben, mit Eingaben machen, hat die Stadt Köln eigentlich noch keine richtigen Formate oder so, um damit umzugehen? Wäre das so eine Schlussfolgerung, die man aus diesem Verfahren nochmal zugespitzt bekommt? Das war ja schon vorher im Bauleitverfahren. Aber wenn man nur 100 Einwendungen hat, dann ist es ein leichtes, damit umzugehen. Und früher war es auch üblich, dass man die Einwendungen auch den Politikern im Original gegeben hat. Das wird jetzt aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mehr gemacht. Und daher hat die Verwaltung jetzt diese Aufgabe, das anders darzustellen. Und das Problem ist, sie bestimmt, wie die Nachstellung ist. Und legt fest, so stelle ich das dar und der Einzelne hat dann von außen her wieder die Aufgabe, das wieder neu zu sortieren und neu zusammenzupuzzeln. Was wäre eine Forderung? Also wir gehen ja auch, ich sage jetzt nochmal, vielleicht darf ich nochmal ganz kurz einordnen, wir gehen ja auf eine Kommunalwahl, wo Sie als Politiker oder Politikerin stehen ja dann wieder auf der Straße, der Bürger kommt vorbei und schimpft, also der Bürger schimpft ja schon, es ist ja auch gut, dass er schimpft, weil es ja Diskurs, Demokratie, so muss das sein. Kann man in so kurzer Zeit diese, nach Ihrer Auffassung jetzt diesen Prozess so abschließen einfach oder wäre es nicht sinnvoll, das zu sagen, ich weiß, das ist immer schwierig, weil dann kommt ein neuer Rat, neue Zusammensetzung und so weiter, aber müsste das nicht in die neue Ratsperiode verschoben werden? Es ist unabhängig, ob jetzt ein Rat verschoben oder nicht verschoben ist. Einfach braucht es mehr Zeit und das ist nun mal, wenn man 7000 Einwendungen hat, kann man das nicht als gleiche Zeitraum einsetzen, wie wenn man nur 100 Einwendungen hat oder 200 Einwendungen. Das heißt, da müsste eigentlich mehr für die Politik eingeräumt werden. Die zweite Veränderung, das ist noch das, was Sie vorhin angesprochen haben, ist ja, dass eigentlich es heute nicht mehr zeitgemäß ist, es ist in Verwaltungsform die Bürgermitwirkung aufzulisten und das macht sie ja nur, sondern es müssen bürgerfreundlichere Formen gefunden werden, Darstellungen auch, dass der Bürger und der Bürgerin sieht, das habe ich eingewendet, das ist geantwortet worden und so ist jetzt das, womit mir umgehen. Und es hat sich gelohnt oder es hat sich nicht gelohnt. Und das ist ja, das passiert einfach nicht, weil Verwaltung es formgerecht richtig macht, aber damit eben nicht bürgerfreundlich. Und eine bürgerfreundliche Umstellung des ganzen Systems von in Offenlagen, auch wenn es ein Rechtsakt ist, kann man trotzdem anders machen. Wovon gehen Sie jetzt aus, wenn man jetzt so ein bisschen in die Zukunft Entscheidung im Juni? Ich gehe davon aus, da gibt es ja alle großen Signale von den Ratsparteien her, dass die Entscheidung im Juni getroffen werden soll, also am 18. Juni. Ich glaube nicht, dass irgendeine Partei jetzt da noch irgendwie was eine andere Entscheidung will. Sie wollen es formal auch aus der Kommunalwahl raushalten. Das ist natürlich eine Frage von der Sache her, nicht gerechtfertigt, aber es ist natürlich aus dem politischen Interesse heraus. Ich will das nicht in der Kommunalwahl haben. Und, Klammer auf, es könnte ja sein, dass die Kommunalwahl ein anderes Ergebnis am Ende hat als bis jetzt und dass danach die Karten neu verteilt sind. Und das ist genau das, was man auch nicht möchte. Das ist eine politische Entscheidung.
Interessant ist, dass die Verwaltung sich dieser politischen Entscheidung angenommen hat, indem sie auch in ihrer Vorlage reinschreibt, Begründung der Dringlichkeit, Begründung der Sondersitzung, eben um es quasi bis vor den Sommerferien abzuschließen. Und jeder weiß, Sommerferien und Kommunalwahl sind gleichzusetzen. Roland Schüler, sind vom Landschaftspark Belvedere auch, jetzt weiß ich nicht, Vorsitzender? Nein, wir sind ein Team. Team, Entschuldigung. Sie sind stellvertretender Bezirksbürgermeister in Lindenthal, Sie sind im Friedensbildungswerk in Köln sehr stark engagiert. Ganz herzlichen Dank vor allen Dingen auch für die sachlich absolut 100% kompetent und richtig vorgetragenen, vorgetragenen Verhältnisse auch, was IV ist und was KGAA ist. Ganz herzlichen Dank zum Thema Bürgerbeteiligung, 7000 Einwendungen und dem jetzigen politischen Beratungsprozess. Danke, dass Sie bei uns waren. Bitteschön. Danke. Ja. So.